Ich freue mich, dass ich seit langer Zeit mal wieder in meiner geliebten Stadt Bremen sein darf. Nach meinem Studium musste ich die Stadt leider verlassen, aber ab und zu bin ich dann doch noch mal hier und deshalb freue ich mich heute auch besonders und vor allen Dingen, weil so viele gekommen sind und hier doch einer wichtigen Veranstaltung, denke ich, beiwohnen wollen, die versuchen will, aufzuzeigen, dass wir ohne eine massive Arbeitszeitverkürzung in Deutschland nie mehr auch nur annähernd eine vollbeschäftigte Wirtschaft erreichen werden. Und was das bedeutet, das sehen wir seit sehr, sehr langer Zeit. Wenn man mal sich die Geschichte anschaut, seit 1949, gut 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland, dann auch die Wiedervereinigung, dann kann man sagen, 50 Jahre Massenarbeitslosigkeit, das ist der Befund. Und mal 14, 15 Jahre, da kann man sich dann drüber streiten, hatten wir eine vollbeschäftigte Wirtschaft. Und es gibt ja da auch ganz einfache ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Wenn eine Ware unter kapitalistischen Bedingungen im Überschuss vorhanden ist, also wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, ja, dann verfällt der Preis. Das ist eigentlich für einen Ökonomen ja, eine triviale Feststellung, wenn überhaupt. Das ist an den Arbeitsmärkten nicht anders. Ja, an den Arbeitsmärkten, an den kapitalistischen Arbeitsmärkten, den Arbeitsmarkt schlechthin gibt es nicht, gibt immer nur Teilmärkte, da muss sich der Mensch verkaufen. Wenn hier ein Überschussangebot vorliegt, ja, dann verfällt auch hier der Preis, das Arbeitsentgelt. Und der Befund liegt da empirisch zu Genüge vor. Ich hätte fast gesagt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Alle Welt redet von Umverteilung von unten nach oben. Aber keiner beantwortet die Frage, auch im linken Spektrum nicht. Die Rechten tun das natürlich nicht, obwohl sie es wissen. Was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Was ist denn die Ursache für diese gigantische Umverteilung? Die wir dann neoliberale Umverteilung nennen, etc. Ja, die Ursache ist einfach. Die Ursache ist ein Überschussangebot an wahre Arbeitskraft. Massenarbeitslosigkeit, nichts anderes. Und der Unterschied zu jeder anderen Ware ist bei uns Menschen, das ist auch allenfalls eine triviale weitere Feststellung, wir Ökonomen nennen das die Anomalie oder die anormale Arbeitsangebotsfunktion. Normalerweise tritt ja bei Preisverfall eine Verknappung ein. Jeder Unternehmer macht das. Jede Branche macht das. Wenn man merkt, die Preise verfallen, ja, dann gehen die Unternehmer dazu über und verknappen. Nehmen Produktion aus dem Markt, schließen Fabriken. Wenn das alles nichts nützt, dann macht man ein Kartell. Sind ja mal gerade in jüngster Zeit einige hochgegangen, die man enttarnt hat. Aber, Entschuldigung, am Arbeitsmarkt verknappt man nicht. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Wie dumm muss man da eigentlich sein, gesellschaftlich? Wie dumm muss man da eigentlich sein, um nicht auch hier an den Arbeitsmärkten eine Verknappung herbeizuführen, um den Verfall, den Preisverfall, den Verfall des Arbeitsentgeltes zum Stocken zu bringen? Und die Gesetzmäßigkeit, die ökonomische, ist wiederum eigentlich erstes Semester, na gut, sagen wir zweites. Wenn in einer Volkswirtschaft die reale Wachstumsrate, wir messen das ja im BIP, im Bruttoinlandsprodukt, wenn diese Wachstumsrate kleiner ist als die Wachstumsrate der Produktivität, dann ist die Folge was? Was folgt daraus? Ja, ganz einfach, dann geht das Arbeitsvolumen in einer Volkswirtschaft zurück. Und was ist das Arbeitsvolumen? Ja, das Arbeitsvolumen ist nichts anderes
als das mathematische Produkt aus der Zahl der Beschäftigten, also der Menschen, die Arbeit haben, multipliziert mit ihrer Arbeitszeit. Und wenn wir eine Produktivitäts-Produktionslücke haben, die dann infolge zu einem Rückgang dieses gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens kommt, ja, dann hat das System im Grunde genommen noch drei Freiheitsgrade, mehr nicht. Wenn man dann mindestens die Beschäftigung halten will, ja, dann muss die Arbeitszeit reduziert werden. Eine andere Lösung gibt es nicht. Und wenn ich das nicht akzeptiere, die Arbeitszeit zu verkürzen, ja, dann geht die Beschäftigung zurück. Es entsteht Arbeitslosigkeit. Jetzt kann man aus beiden natürlich noch eine Kombination machen, das ist ja die dritte Variante. Die Welt hat sich entschieden, die erste Variante im Grunde genommen zu wählen, also die Arbeitszeit nicht zu verkürzen, ja, dann geht die Beschäftigung zurück. Und den Befund haben wir. Und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit. Das wirkt dann aber auf das Arbeitsangebot zurück, weil der Einzelne, das einzelne Individuum, das ist dann die von mir schon erwähnte Anomalität, nicht weniger an Arbeitskraft anbietet, sondern weil er sein Einkommen halten will, bietet er mehr an. Mit der Folge in der nächsten Periode, dass der Preis, der Lohn noch mehr verfällt. Und am Ende der Geschichte landen wir im Prekariat. Gerade ist ja wieder eine Studie rausgekommen, gestern ging es über den Äther, dass immer mehr Menschen 2, 3 Jobs haben müssen. Das ist das dann, diese Anomalität zum Vorteil des Kapitals. Da kann sich jeder Unternehmer die Rosinen picken, kann über Fachkräftemangel gleichzeitig stöhnen, weil er vielleicht an einzelnen Teilarbeitsmärkten Verknappung auftreten. Das hat aber mit dem Ganzen nichts zu tun. Dann setzt Volksverdummung ein. Volksverdummung. Und Realitätsverlust. Das ist das Endstadium. Die Arbeitsmärkte in Deutschland sind in einem katastrophalen Zustand. Sie waren noch nie so schlecht, wie sie heute sind. Wir haben zwar noch nie so viele Erwerbstätige wie heute. Ich habe hier die Zahlen nochmal rausgeschrieben für 2012. Wir hatten hier insgesamt 41,5 Millionen Erwerbstätige. Die teilten sich auf in gut 37 Millionen abhängig Beschäftigten und 4,5 Millionen Selbstständigen. Wenn man sich dann die 37 Millionen abhängig Beschäftigten anschaut, übrigens könnte man jetzt hier einen langen Vortrag halten über die sogenannten Selbstständigen. Die 4,5 Millionen, davon sind alleine 2 Millionen sogenannte Solo-Selbstständige. Die beschäftigen nicht einen einzig abhängig Beschäftigten, die sind meist selbst prekär und beuten sich jeden Tag selbst aus. Aber darüber will ich jetzt hier heute nicht reden, über die Selbstständigen, sondern über die abhängig Beschäftigten. Wenn man also diese 37 aufteilt, hatten wir etwa gut 24 Millionen von den 37, die nur eine Vollzeitbeschäftigung hatten in 2012, die ein Arbeitsvolumen von 39,6 Milliarden Stunden geleistet haben. Die Jahresarbeitszeit war 1645 Stunden, das ist eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit gewesen von 37,13 Stunden. Das sind die Vollzeitbeschäftigten gewesen. Ja, muss man sich aber die Frage stellen, ja, was ist denn mit den anderen 13 Millionen, die auch als abhängig beschäftigt gezählt werden? Und da steht dann jeden Tag verblödend, in jeder Zeitung geht über den Äther, ja, diese 13 Millionen, die hatten eine durchschnittliche wochenliche Arbeitszeit 2012 von mal gerade 15,9 Stunden. Da kannst du nicht von leben und auch nicht von sterben. 85% davon sind übrigens Frauen, weil Teilzeit in Deutschland Frauenarbeit impliziert. Das ist die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Das heißt, wir haben segmentierte Arbeitsmärkte, prekarisierte Arbeitsmärkte und sie werden uns verkauft. Sie werden uns von herrschender Politik verkauft,
als hätten wir demnächst den Zustand einer vollbeschäftigten Wirtschaft. Das ist Volksverdummung in übelster Form. Und das noch amtlich über den Äther dem Volk verkauft. Das kann man nicht akzeptieren. Das kann man wirklich nicht akzeptieren. Aber es ist so. Und wenn man sich das Elend dahinter anschaut, ich habe die Zeit jetzt nicht, meine Mitreferenten werden da sicherlich auch noch einiges zu sagen. Wenn man sich das Elend dazu anschaut, dass das einzelne Individuum erleiden muss, wer arbeitslos ist, nicht wenigstens von seiner Arbeit leben kann, ohne staatliche Alimentierung noch zu empfangen, wer das nicht versteht als Politiker, das ist kein Volksvertreter. Das ist kein Volksvertreter. Der leidet nämlich auch dann längst an Realitätsverlust. Und es ist aber nicht nur ein Problem für das einzelne Individuum, sondern natürlich auch für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft als Ganzes. Denn Arbeitslosigkeit impliziert fiskalische Kosten. Der Arbeitslose muss alimentiert werden. Über Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, Steuerausfälle, Ausfälle in den Sozialversicherungshaushalten. Die Bundesagentur für Arbeit hat das mal gerechnet. Ich habe das umgesetzt, mal bezogen auf Staatsverschuldung, die ja überall gegeißelt wird. Übrigens auch Volksverdummung. Wenn ihr vom Bahnhof bisher herläuft, dann wird man ja schon durch die Plakate. Also man fasst es nicht, was da auf diesen Plakaten an hohlen Sprüchen steht. Wenn man mal sich die fiskalischen Kosten der Massenarbeitslosigkeit anschaut, wie gesagt, das sind amtliche Zahlen, dann lag der Durchschnitt von 2001 bis 2011 bei sage und schreibe 74 Milliarden Euro jährlich. So viel kostet Deutschland die Arbeitslosigkeit. Wenn man dagegen die Staatsverschuldung rechnet, die lag von 2001 bis 2011 jahresdurchschnittlich bei 56,7 Milliarden Euro. Wie ist denn dann der Befund? Ja, der ist trivial. Der bedeutet, hätten wir keine Arbeitslosigkeit gehabt, dann hätten wir nicht nur nicht zusätzlich im Staat uns verschulden müssen, sondern wir hätten von 2001 bis 2011 auch noch einen Finanzierungsüberschuss von sage und schreibe 17,3 Milliarden Euro erzielt. Da sieht man, was Arbeitslosigkeit der Gesellschaft insgesamt kostet. Und wenn man mal eine Prognose wagt, von dem Hintergrund der Vergangenheit, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre, dann hatten wir nur in den 80er Jahren einen Zuwachs im gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen von 0,2%. In allen anderen Jahren war der Zuwachs negativ. Und dadurch hat sich dann natürlich auch einige Ökonomen nennen das auch eine Sockelarbeitslosigkeit aufgebaut, Langzeitarbeitslosigkeit aufgebaut, mit allen Dequalifizierungen, und die da letztlich mit verbunden sind. Und wir haben ja von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und ATTAC Arbeit verteilen einen Zusammenschluss gemacht. Da muss man auch hier insbesondere in Bremen die Margareta mehr als loben, die schon vorher hier auch Helmut Spitzler muss man hier erwähnen, der fast auch verzweifelt wäre, viel zu früh ist er leider verstorben, der sich immer eingesetzt hat als Wissenschaftler auch für Arbeitszeitverkürzung. Viele andere auch, Oskar Negt, Fritz Filmer, um mal hier ein paar große zu nennen. Sie sind immer belacht worden, naja, lass die Mann reden. Das ist ja alles Wolkuckskuckucksheim. Nein, das andere, das ist die Realität. Wenn man nämlich versäumt, in einer Volkswirtschaft Produktivitäten nicht auch einzusetzen für Arbeitszeitverkürzung, dann erntet man Massenarbeitslosigkeit und am Ende Lohnverfall.
immer mehr Lohnverfall. Da müssen die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, wie die Gewerkschaften sagen, am Ende des Tages für immer weniger Lohn immer mehr arbeiten. Das ist das Ergebnis. Und deshalb haben wir da nochmal einen Versuch gemacht. Und ich darf das vielleicht kurz nochmal schildern, wie das war. Der Mohsen Masarrat und meine Wenigkeit, wir haben dann nochmal einen offenen Brief verfasst. Wir haben gesagt, wir wollen 100 Persönlichkeiten gewinnen, die diesen Brief unterschreiben. Und als wir die hatten, haben wir uns an die Taz gewandt. Und die Taz hat den veröffentlicht. Und das hat schon eine Eruption ausgelöst. Als die Taz auf Seite 1 und auf Seite 6 es groß brachte, 100 Persönlichkeiten fordern die 30-Stunden-Woche. Das war am Rosenmontag im Februar. Leider trat dann nachmittags der Papst zurück und wir wurden von Platz 1 in den Medien auf Platz 2 verdrängt. Aber das hat gezeigt, dass zwei Professoren mit solch einer Initiative, mit so einem offenen Brief, 14 Tage in der Republik was bewegt haben. Bei mir in der Hochschule gaben sich die Sender die Klinke in die Hand. Wenn der Papst nicht zurückgetreten wäre, wäre ich abends in der Tagesschau gewesen. Das war alles aufgenommen. Bei heute war alles aufgenommen, alles im Kasten. Es wurde leider dann rausgenommen, weil man dann nur noch über den Papstrücktritt berichtete. Was ich damit sagen will, wenn zwei Professoren ohne jegliche Mittel, ja, ohne Pressestellen und Mitarbeitern das bewegen können, warum können das dann nicht Gewerkschaften bewegen mit einem Apparat im Hintergrund? Ich will noch mal kurz den Mechanismus erklären, weil durch viele Vorträge und auch Diskussionen stelle ich immer wieder fest, die Menschen verstehen das nicht. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn und Personalausgleich. Wenn ich 10 frage, auch Gewerkschaftssekretäre frage, erklär mir das mal, dann kriege ich 10-mal eine falsche Antwort. Deshalb will ich den Mechanismus, der sich dahinter verbirgt, nochmal hier erklären. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bedeutet, dass ich die Produktivitätsrate als Verteilungsspielraum habe. Ich lasse die Preissteigerungsrate, die auch immer Verteilungsspielraum ist, völlig außen vor. Die brauche ich nicht, die verkompliziert das nur. Es geht letztlich um die Produktivität. Wenn ich einmal unterstelle, eine Wirtschaft wächst mit 2%, das ist so etwa die Wachstumsrate der letzten 20 Jahre in Deutschland gewesen, dann kann ich diese 2% benutzen, diese Produktivität, und kann die Arbeitszeit um diese 2% reduzieren. Kann aber gleichzeitig den Lohnsatz, also den Preis für die Stunde Arbeitskraft, auch um diese 2% erhöhen. Weil, wenn ich dann multipliziere, die reduzierte Arbeitszeit um die Produktivitätsrate mit dem gestiegenen Lohnsatz in Höhe der Produktivitätsrate, dann bleibt der Lohn ceteris paribus, also unter sonst gleichen Bedingungen, Preissteigerungsrate real konstant. Das heißt Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Der Mitarbeiter, der Arbeit hat, der Beschäftigte, bekommt real nicht mehr ein Einkommen. Richtig. Sein Benefit ist, er arbeitet für gleiches Entgelt, reales Entgelt, nicht nur nominales, reales Entgelt, um diese Produktivitätsrate weniger. Weil dieses freigesetzte Arbeitsvolumen benötigen wir, um die, die keine Arbeit haben, reinzuholen. Und wir können sie reinholen zu den gleichen Bedingungen. Zu den gleichen Bedingungen, nicht zu einem Deutsch schlechtere Bedingungen, zu den gleichen Bedingungen
wie die Menschen, die zurzeit Arbeit haben und deren Arbeitszeit wir verkürzt haben und den Lohnsatz in Höhe der Produktivitätsrate erhöht haben. Dabei gibt es drei ökonomische Befunde. Die sind entscheidend. Erstens, die Lohnstückkosten, das ist der entscheidende Terminus technicus, bleiben konstant, die verändern sich nicht. Zweitens, es liegt Verteilungsneutralität vor. An der Verteilung zwischen Lohnquote und Gewinnquote ändert sich nichts. Und das Schöne für die Unternehmer ist, sollten die Unternehmer im Raum sein, weiß ich nicht. Dann kann ich allen sagen, bleiben Sie ganz ruhig, Ihr Gewinn steigt auch noch. Ihr Gewinn steigt auch noch in Höhe der Produktivitätsrate, was sagen Sie jetzt? Sonst wäre es nämlich nicht verteilungsneutral und sonst blieben die Lohnstückkosten auch nicht konstant. Wenn das so ist, und das ist so, ich könnte das jetzt mathematisch schnell hier zeigen, Zeit habe ich nicht, dann muss mir bitte schön mal jemand hier im Saal die Frage beantworten, wenn alle nur Gewinner sind, die Beschäftigten sind Gewinner, die Arbeitslosen sind Gewinner, die Unternehmer sind Gewinner, die Gesellschaft als Ganzes gewinnt, warum machen wir das dann nicht? Warum machen wir das dann nicht, wenn alle gewinnen? Die Antwort ist wiederum trivial, weil die Kapitalisten nicht mitspielen, weil die mit der Arbeitslosigkeit bestens leben können. Die Arbeitslosigkeit, das wissen wir Ökonomen, nicht erst seit Karl Marx, das hat Adam Smith schon beschrieben, 1776, Arbeitslosigkeit, bildlich gesprochen, das ist der Knüppel, das Disziplinierungsinstrument, um die Beschäftigten klein zu halten. Deshalb wollen die das nicht. Und deren Parteien, die in den Parlamenten sitzen und deren Interessen vertreten. Deshalb reden sie nicht darüber. Das ist der Hintergrund. Der ist auch trivial. Der hat dann mit gesellschaftlicher Macht und Machtverteilung zu tun, obwohl es ökonomisch geboten ist, ökonomisch rational ist und alle in der Gesellschaft Gewinner werden. Alle werden Gewinner. Ich bin dafür, es zu machen. Deshalb kämpfe ich auch dafür als Wissenschaftler, setze mich dafür ein, wie auch andere. Und Kübel von Dreck kippt man über uns aus. Man will es nicht wahrhaben, man will es nicht hören. Von den Gewerkschaftsspitzen kommen da die Argumente, naja, die Kolleginnen und Kollegen, die verstehen das nicht und die wollen das auch nicht. Das kann man nicht transportieren. Ja, wenn das so ist, dann legt euch hin und schlaft weiter und nehmt weiter Massenarbeitslosigkeit in Kauf, denn das ist dann die Alternative, damit das mal klar ist. Und weiterer Lohnverfall. Da müsst ihr das machen und die Gesellschaft weiter zerstören. Und wer hier glaubt im Raum, jetzt haben wir ja demnächst den demografischen Wandel und die gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebotsfunktion geht zurück, dann sage ich allen hier im Saal, das wird einen Effekt bringen. Ja, aber der wird nicht ausreichend sein, um die Produktivität, die immer mehr wegläuft, dem Wachstumsraten wegläuft, das zu kompensieren. Dann könnte man noch umdrehen, wie viel Wachstum wollen wir denn noch? Wie viel Wachstum brauchen wir denn? Es müsste ja größer sein, die reale Wachstumsrate, also preisbereinigt, müsste größer sein als die Produktivität. Wer glaubt denn noch hier im Saal, dass wir in 4, 5 Jahren in irgendeinem Supermarkt, nur mal ein Beispiel für Produktivitätsentwicklung, überhaupt noch eine Kassiererin finden werden? Wir werden uns auch noch selbst abkassieren. Erst hat man uns gesagt, geht in die Supermärkte, bedient euch selbst. Dann hat man uns in Schlangen gestellt an den Kassen und unsere Zeit okkupiert. Und der nächste Moment, der jetzt kommt, ist, jetzt werden wir uns auch noch selbst abkassieren. Und Personal,
Personal findet nicht mehr statt. Wo bleiben aber die Menschen? Ja, sie sind ausgegrenzt, sind heute schon ausgegrenzt. Karl Marx hat sie Lumpenproletariat genannt. Sie sind außerhalb der Gesellschaft an den Rand gespült und fristen da. Ja, von Leben kann man da wohl kaum reden, ihr Dasein. Das wird dramatisch zunehmen. Die Gesellschaft wird sich immer mehr aufspalten in Arm und Reich. Und da sollten die Gewerkschaftsspitzen mal drüber nachdenken, wo sie da bleiben, wo die Machtverhältnisse hinfallen, wo sie ja heute schon hingefallen sind. Ich komme heute Nacht, ich hätte fast hier heute absagen müssen, weil ich heute Nacht erst um 1:30 ins Bett gekommen bin, in Gelsenkirchen eine Einigungsstelle geleitet habe bei Küppersbusch, einer der Traditionsküchenhersteller. Einige kennen vielleicht dieses Unternehmen. Die hatten in der Spitze mal 8.000 Beschäftigte. Heute haben sie noch 466. Und da hat man auch das Totenglöckchen geläutet. Wir konnten da gestern Nacht noch 180 Arbeitsplätze von retten. Aber ich denke, das ist auch nur temporärer Natur. Und dann, in solchen Momenten, da kommt das Kapital dann aus dem Busch und sagt, Herr Bontrup, wir machen jetzt Arbeitszeitverkürzung. Ich sage, guck an, aber doch sicherlich nicht mit Lohnausgleich. Um Gottes Willen, das geht natürlich nicht. So, also von daher, es ist nicht 11:55, wir haben längst 11:55. Und wenn die Parteien, und deshalb haben wir auch gesagt in dem offenen Brief, dass das kein Gewerkschaftsobjekt oder Projekt, Objekt ist falsch, kein Projekt mehr sein kann, sondern es muss ein gesamtgesellschaftliches Projekt werden. Weil die Gewerkschaften sind längst viel zu schwach, um das auch nur noch annähernd in den Tarifverhandlungen durchzubringen. 50% der abhängig Beschäftigten unterliegen ja nur noch einem Tarifverhältnis etwa. Gut, muss man sicherlich differenzieren, jetzt Ost- und Westdeutschland. Das werden die Gewerkschaften nicht mehr schaffen mit ihren Beschäftigten. Deshalb muss es ein gesamtgesellschaftliches Projekt werden. Die politischen Parteien sind hier zu integrieren. Es muss eine Debatte stattfinden, Sozialverbände, Umweltverbände, Kirchen und so weiter. Das muss zu einer Agenda werden. Mit Rousseau könnte man fast sagen, es muss zu einem Gesellschaftsvertrag kommen, weil eine Volkswirtschaft, die nicht allen Menschen Arbeit gibt, die einigermaßen vernünftig von leben können, ist keine Volkswirtschaft. Die segmentiert, die grenzt aus, die diskriminiert und verletzt Menschen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus